39. Bedauere, diesen Artikel führen wir nicht. Wen möchten Sie sprechen? Herrn Bayer? Einen Moment, ich verbinde. Eine Tafel Milchschokolade, bitte. Bitteschön. Zwei saure Äpfel. Bitte sehr. Ein Viertelpfund Cheddar-Käse. Bitte gleich. Unterbrechen Sie mich doch nicht andauernd. Sie können Ihre Dankbarkeit am Ende der Bestellung zum Ausdruck bringen. 250 Gramm Ihrer besten Butter, einen kleinen Laib Brot und eine Tüte gebrannte Mandel. Darf es noch etwas sein? Danke, nein. Besten Dank. Verkaufen Sie Einkaufskörbe? Wir verkaufen alles. Hätten Sie nicht vielleicht stattdessen lieber eine Netztasche? Netztasche? Was ist das? Zeigen Sie mal. Die ist handlicher und man kann sie wegstecken, wenn sie leer ist. Dies ist das billige Modell. Vielleicht bevorzugen Sie das teurere Modell mit Reißverschluss. Natürlich nicht. Ich müsste sie dann auf- und zumachen und müsste mir Gedanken machen, wann ich sie öffnen und schließen soll, ohne jeglichen weiteren Vorteil. Das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben sich kein bisschen geändert. Was reden Sie? Ich bin kaum 2 Minuten in diesem Laden. Weshalb sollte ich mich in dieser kurzen Zeit ändern? Entschuldigen Sie, ich hätte nicht davon anfangen sollen. Wollen Sie diese Netztasche? Ja. Vielen Dank. Soll ich die Bestellung gleich hineintun? Aber ja doch, weshalb sollte ich die sonst wohl kaufen? Haben Sie Buttermilch? Entschuldigung, die führen wir nicht. Oder Ingwerbier? Ja, wir haben da eine sehr gute Brauerei im Ort. Dann eine Flasche davon hinein. Vielen lieben Dank. Wie oft am Tag bedanken Sie sich eigentlich? Das hängt davon ab, was die Kunden kaufen. Hören Sie mir gegenüber damit auf, es geht mir auf die Nerven. Das ist mir anfangs genauso gegangen, aber ich habe mich daran gewöhnt. Haben Sie einen Touristenführer? Leider, nein. Aber da ist ein Flyer in der Kirche von unserem Pastor. Es gibt eine Spendenbox dafür. Entschuldigen Sie, möchten Sie die Schokolade für 90 Cent oder für 1,40? Ach, man gönnt sich ja sonst nichts. Die für 1,40. Vielen Dank. Stopp! Verzeihen Sie, das kommt automatisch. Ich kann es nicht stoppen. Wie wenn man auf einen Knopf drückt. Da hat jemand auf den Knopf gedrückt. Sie wünschen bitte... Einen Moment, ich verbinde. Das war die Polizei. Warum erzählen Sie mir das? Ich bin kein Verbrecher. Es handelt sich um kein Verbrechen. Eine Vermisstenmeldung, Sie wissen doch. Vermisst wird seit dem 1. Januar. Zuletzt gesehen im Gespräch an Bord der Princess of Patagonia. Leidet offenbar an Gedächtnisschwund. Das ist ja merkwürdig. Entschuldigen Sie mich. Ich verbinde noch einmal. Sie haben da etwas sehr Merkwürdiges erwähnt. Ob Sie es glauben oder nicht, ich war im Januar auf diesem Schiff. Und ich war im Gespräch. Besser jemand war im Gespräch mit mir und was für Gespräche. Und? Leiden Sie an Gedächtnisschwund? Natürlich nicht, ich vergesse nie etwas. Dann kann es sich nicht um Sie handeln, meinen Sie nicht auch? Genau, meinen Sie nicht auch? Das Gespräch wurde immer mit solchen Sätzen beendet. Nicht wahr oder nicht? Was meinen Sie, so dass man immer antworten musste und keine Chance hatte, das Gespräch zu beenden? Gewöhnen Sie sich das bloß nicht an, wenn Sie nicht eines Tages abgemurkst werden wollen. Manche Menschen sind halt so. Namentlich jene mit blauen Augen. Erinnern Sie sich an die Augenfarbe? Keineswegs. Auf solche Dinge achte ich nicht. Ich bin ja kein Detektiv. Mich beeindruckt der Charakterzug eines Wesens, nicht die Haarfarbe oder Nasenlänge. Ich weiß nur, dass es unausstehlich war. Was bin ich schuldig? Die Netztasche 3,50, die Schokolade 1,40, Ingwerbier. Sparen Sie mir die Einzelheiten. Reichen 20 Euro? Ja, natürlich. Sie sollten nicht so achtlos mit Ihrem Geld umgehen. Hören Sie auf zu predigen und geben Sie mir das Wechselgeld. Mal sehen. 4,90 und 1,20 das Ingwerbier. 6,10. 6,10, stimmt's? Habe ich es etwa bestritten? Käse 2,50, Butter 1,80. Äpfel verkaufen wir pfundweise. Wollen Sie nicht lieber ein Pfund? Wie viele Äpfel sind das? 3. Oh, ich schaffe nicht mehr wie 2. Berechnen Sie mir 3 und essen Sie einen selbst. Gut, dann 2,10 für die Äpfel, nicht wahr? Keine Ahnung. Und das Brot 3 Euro macht zusammen 15,50. Haben Sie 50 Cent? Ah, ich hasse Kleingeld. Ich werfe es immer in den Brunnen. Halt, da ist einer. Hier. Vielen lieben Dank. 5 Euro, bitte sehr.
Ist es nicht furchtbar ermüdend, in diesem Tante-Emma-Laden den ganzen Tag Bitte und Danke sagen zu müssen? Nun, tun wir nicht alle jeden Tag dasselbe. Und wieder und immer wieder. Wenn man immer an demselben Platz lebt, fängt man auch nicht an, darüber nachzudenken. So wie die Leute hier. Und sie leben gut damit. 80 ist ja gar kein Alter. Mein Großvater wird im August 102. Und warum? Weil er sich seiner Lebtag nie Gedanken gemacht hat, was er tun soll oder wo er hin muss. Er träumte nur davon und träumte. Nur so wird man alt und glücklich. Wovon bitte soll man träumen, wenn man nur ein Dorf kennt? Ich möchte in meiner Wohnung auch nicht nur einen Stuhl besitzen. Aber Sie können doch auch nicht auf mehreren Stühlen gleichzeitig sitzen. Wir haben hier ein Schloss mit 36 verschiedenen Stühlen im Empfangsraum, aber die Schlossherrin kann auch nur auf einem sitzen, oder? Darf ich Sie bitten, sich zu setzen, während wir uns unterhalten? Vielen Dank auch. Ich störe Sie doch nicht bei der Arbeit, will ich hoffen. Es gibt nichts Unerfreulicheres, wenn man ständig reden muss, wo man doch arbeiten möchte. Unterhaltung ist Teil der Arbeit hier im Dorfladen. Haben Sie auch mal was gelesen? Ich pflege Reisebroschüren und Führer zu lesen. Wir haben hier die Marco Polo-Serie. In meinen Träumen war Griechenland herrlich und Rom großartig. Aber das war alles Quatsch. Quatsch? Nun, ich sollte das wohl nicht sagen. Aber ich war in Rom und in Athen. Schöne Städte. Aber die Altertümer waren alle zerstört und ich konnte weder eine Herrlichkeit noch eine Größe entdecken, die es nicht auch hier gäbe. Ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Dabei hätte ich so gern den Marco Polo-Mann kennengelernt und mich mit ihm darüber unterhalten, was er darüber denkt, bei den Ruinen im Mondschein. Der Marco Polo-Mann, wie der Milchmann, der Zeitungsmann, der Schlüsselmann. Marco Polo-Mann, ein frustrierter Dichter, der sein Geld damit verdient, indem er ein paar Verse über die Reize des Ostens träumenden Callgirls näher bringt. Callcenter-Mitarbeiter. Mitarbeiter träumen nicht. Nur Schwärmer träumen vom goldenen Westen. Hat sie dieser arme Teufel nicht für die Reize des Ostens begeistern können? Ich habe darüber in Romanen gelesen und Filme gesehen. Mondsüchtig Betrunkene und Scheiche und Mädels, die hinter ihnen her sind. Ich wollte reisen, um die Wirklichkeit kennenzulernen. Schöne Plätze, ja. Ja, sicher. Aber viel zu heiß. Und Moskitos und der Gestank. Das Reisen verdarb mir die Welt, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich bleibe jetzt für immer hier. Haben Sie nie den Schauer gespürt, wenn Sie irgendwo standen und ein Dichter schrieb, »Halt ein, du trittst in die Spuren eines Kaisers!« Sie meinen die Reiseführer. Die sind gar nicht so poetisch. Und ständig ist man am Überlegen, wie viel man ihnen geben sollte. Wenn Sie auf Kaisers Spuren und solche Dinge scharf sind, sollten Sie unseren Pastor heimsuchen und mit ihm reden über unsere Denkmäler, den alten Friedhof und die Wehranlage. »Jedes Gramm Staub«, sagt er, »ist voll von Geschichte. Wohl wie allerorts.« »Sind Sie verheiratet?« »Nein.« »Warum? Haben Sie Absichten?« »Na, nicht so eilig. Wir kennen uns doch kaum.« »Und wie viel besser glaubten Sie mich zu kennen, wenn wir über 12 Jahre zusammen wären?« »Da ist was dran. Darüber sollte ich nachdenken.« »Kein Mensch heiratet, wenn er darüber nachdenkt. Man muss sich drauf einlassen. Egal, wie lange man denkt.« »Pressiert es Ihnen?« »Nun, die meisten meines Alters sind längst verheiratet. Obgleich ich eine gute Partie wäre. Ich war immer zu kritisch. Und jetzt habe ich beschlossen, den ersten Antrag anzunehmen. Vorausgesetzt, er ist halbwegs akzeptabel.« »Erscheine ich Ihnen als halbwegs akzeptabel?« »Nun, ich glaube, ich könnte mit Ihnen umgehen. Und da Sie Witwer sind, wissen Sie, was auf Sie zukommt. Junggesellen erwarten immer das Unmögliche.« »Woher wissen Sie, dass ich Witwer bin?« »Sie haben es mir gesagt.« »Tatsächlich? Wann?« »Unwichtig. Sie haben es erzählt. Habe ich schon erwähnt, dass Sie ein schlechtes Gedächtnis haben?« »Ich habe ein sehr gutes.« »Also, kein Problem.« »Sachte, sachte. Ich möchte nicht als Heiratsschwindler gelten.« »Keine Angst, so bin ich nicht. So etwas macht man hier nicht.« »Haben Sie Mitgift? Gehört Ihnen der Laden?« »Nein. Alles Geld, was ich jemals besessen habe, ging auf einer Weltreise drauf. Aber die Besitzerin ist alt. Zu alt zur Arbeit.
Ohne mich wäre sie aufgeschmissen. Wenn Sie ihr eine Erbpacht zahlen können, wird sie verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da zahlen muss. Das steht alles im Internet. Bedauerlich. Ich habe mir geschworen, sollte ich noch einmal heiraten, dann nur des Geldes wegen. Das wäre nichts für Sie. Jemand mit Geld gibt es aus. Teure Restaurants und Reisen. Können Sie sich das vorstellen? Sie, der nie zu jemandem spricht auf einem Schiff und keine Spiele mag oder tanzen. Als sich herausstellte, dass Sie der Marco Polo-Mann sind, habe ich mir vorgenommen, mit meinem Traumprinzen zu sprechen, und ich musste mich verdammt ins Zeug legen, damit es gelang. Wollen Sie sagen, dass wir uns schon einmal begegnet sind? Waren Sie auch auf diesem Schiff? Mhm, natürlich. Aber Sie bemerken ja nie etwas. Sie lesen oder schreiben ja nur. Die Welt um Sie herum existiert für Sie gar nicht. Sie haben mich nie wirklich angesehen. Fremden gegenüber sind Sie scheu, nicht? Ich bin mir absolut sicher, dass ich mit niemandem auf dem Schiff geredet habe. Meist bekomme ich da einen Antrag. Wie wahr? Kaum, dass ich ihn in die Augen sah, sagte ich mir, den möchte ich heiraten. Und das hätte ich auch getan, wenn Sie nicht der Marco Polo-Mann gewesen wären. Liebe auf den ersten Blick, wa? Nicht doch. Jemanden, in den ich mich vergucke, würde ich niemals heiraten. Der würde mich nur unglücklich machen. Bei Ihnen war das anders, keine Ahnung wieso. Aber ich fühle mich bei Ihnen sicher und könnte mich dann in jeden anderen verlieben, ohne eine Dummheit zu begehen. Wahrscheinlich, weil Sie kein Aufreißer sind. Wer sagt, dass ich keiner sei? Vielleicht, weil Sie mich nicht aufgerissen haben. Ob Sie es glauben oder nicht, so etwas passiert mir ständig. Wie das? Woher soll ich es wissen? Das wissen die meist selber nicht. Aber Sie haben keine Ahnung, wie viele Leute hier in den Laden kommen, um irgendwelchen Krempel zu kaufen, nur um mich zu sehen. Sex sells. So toll sind Sie jetzt auch wieder nicht. Ich bin nicht toll. Ich bin begehrenswert. Oder nicht? Ich glaube nicht. Darf ich es erklären? Ich bin Autor und ein Gentleman. Und ich bin es gewohnt, mit Damen zu verkehren. Also verkehren unter ganz bestimmten Umständen. Sie sind keine Dame. Aber irgendwer hat Ihnen beigebracht, vielleicht die Kirche oder die Schule, sich zu benehmen wie eine, um ahnungslose Reisende damit zu beeindrucken. Am Telefon klingen Sie perfekt. Aber Sie haben nicht etwas Zurückhaltung. Sie sagen, was Sie denken. Sie sagen glatt heraus, was Sie wollen, wo man es sonst für sich behält. Sie legen die Karten offen auf den Tisch, anstelle sie im Ärmel zu verstecken, wie es sich gehört. Und? Ist das schlimm? Nein, ganz und gar nicht. Aber ich fühle mich überrumpelt. Was meinen Sie mit überrumpelt? Überrumpelt, ertappt einen Weg einschlagen, den ich nie gehen wollte. Aber der Weg führt Sie wohin? Ja, aber wohin? Hierher, ist doch klar. Hier in ein gutes Geschäft eines Dorfladens. Einer ruhigen Gegend mit mir. Alles am Laufen halten und sich um Sie kümmern. Darf ich fragen, was das um mich kümmern alles beinhaltet? Der Punkt sollte ganz klar sein. Ja, ich habe eine kleine Summe gespart, die ich dem Besitzer... Der Besitzerin. Ich glaube, ich hätte genug für beide. Noch dazu, wo wohl beide an die 100 sein sollten. Nur warum zum Teufel muss ich hierfür heiraten? Ich zahle Ihnen Ihren Lohn... Mein Gehalt. Verzeihung, Gehalt. Sie behalten Ihren Posten zur Aushilfe. Anstellung. Nochmals Verzeihung, Anstellung. Sie kümmern sich um Ihre Angelegenheiten und ich um die meinen. Ah, ich würde mich um die Eheangelegenheiten vortrefflich kümmern. Verlassen Sie sich darauf. Habe ich nicht gesagt, ich kümmere mich um die meinen? Kann ich mich da auf Sie verlassen? Schauen wir mal. Nein, wir schauen nicht. Schauen nicht? Keine Ahnung, ich will mich nicht festlegen. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Also, abgemacht? Nichts abgemacht. Als ich vor einer halben Stunde den Laden betrat, hatte ich weder die Absicht, einen Dorfladen zu kaufen, noch zu heiraten oder irgendwelche Dinge dergleichen, die Sie versuchen, mir in den Kopf zu setzen. Kennen Sie die Fabel von der Spinne und der Fliege? Nein, ich kenne das Lied von der Biene und dem Blümchen. Ach, guten Tag! Sie haben Ihre Einkäufe vergessen? Danke. Nein!